Zu Beginn geht es in die Berge Westösterreichs. Hier kämpft Lindsay Vonn mit den Folgen ihres Kreuzbandrisses, erlitten im Super-G der WM in Schladming. Die erste Reha-Phase ist nach bestandenem Test bei ihrem Operateur in Vail beendet. Nun geht es um Kräftigung, Koordination und Ausdauer. Vonn ist zwar noch nicht da, wo sie normalerweise zu Sommerbeginn stünde, aber soweit es die Umstände ermöglichen, voll im Soll. Wir haben eigentlich von der Terminplanung her den Kurs jetzt so zeitlich gelegt, dass wir da jetzt schon richtig angreifen können, dass wir auch vor allen Dingen Rückschlüsse haben, wie sie bei Belastungen reagiert, wie das Knie bei Belastungen reagiert. Der Körper spielt mit, die Psyche offensichtlich auch. Lindsay Vonn ist auf ihrem Weg nach Sochi mit großen Schritten unterwegs. Nächste Station Gorizia, gut 400 Kilometer südöstlich. Ein italienisches Städtchen unmittelbar an der Grenze zu Slowenien. Obwohl Meer und südliche Versuchungen locken, trifft man Tina Maase zurzeit hauptsächlich an diesem Ort, das Stadio E Fabretto. Hier quält sich die Gesamtweltcup-Siegerin für die Olympiasaison. Hightech-Geräte oder schickes Ambiente? Fehlanzeige. Tina und Andrea Marci, ihr Freund, Teammanager und Konditionscoach, bevorzugen eine rustikale Umgebung. Ich komme von einem Dorf, wo ist alles sehr einfach und wir haben auch keine Möglichkeit zum Wechseln. Wir haben Minimum Budget und wir arbeiten von Minimum. Aber von Minimum kannst du auch viel machen und wir haben das gezeigt und deswegen arbeiten wir weiter so. Das System passt, nur leicht wird modifiziert, die Umfänge bleiben aber 5 Stunden täglich, eisenhartes Training. Erst am Limit ist Schluss. Es funktioniert auch, weil Andrea seiner Tina immer wieder ein Zuckerl gönnt. Letztes Geschenk eine Piaggio Ciao zum 30. Geburtstag. Und wen wundert's, auch das sympathische Gefährt ist eher kultig als stylisch. Schlicht schön, so wie es die Slowenin eben mag. Ortswechsel, Deutschland, München, Olympiagelände. Hier trainieren die Damen des DSV. Eigentlich nichts Besonderes, aber der Inhalt ist neu. Ein extra engagierter Leichtathletik-Coach soll die koordinativen Fähigkeiten besser schulen. Viktoria Rebensburg und Maria Höfel-Riesch wollen so und mit zusätzlichem Krafttraining ihre Goldmedaillen von Vancouver verteidigen. Maria Höfel-Riesch stellt zudem ihre Ernährung um und freut sich auf Gemeinsamkeit mit Spezialbehandlung. Es hat sich schon die letzten Jahre gezeigt, dass einfach die Top-Leute, vor allem die mit mehreren Disziplinen, die einfach den sehr hohen Anspruch haben, sich einigermaßen individuell organisieren. Einige sogar komplett außerhalb vom Team, das möchte ich nicht, aber einige zumindest teilweise. Und ich denke, dass das so für mich eine ganz gute Lösung ist, das trotzdem im Team zu machen, aber eben sehr individualisiert. Orts- und Zeitsprung. Im Wonnemonat Mai in Alcudia auf der Insel Mallorca. Baden, faulenzen, einfach den Frühsommer genießen. Alles könnte so schön sein, wären da nicht schroffe Erhebungen mit tückischen Anstiegen, die es für das österreichische Damenteam um Anna Fenninger zu bezwingen gilt. Konditionsbolzen zu Beginn der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Alles wie gehabt, doch der Trainer ist neu. Jürgen Kriechbaum löst Herbert Mandl ab und setzt ganz auf gute Stimmung in der Mannschaft. Das Teambuilding spielt insofern eine große Rolle, weil wir sehr lange zusammen unterwegs sind. Und es gibt da sehr, sehr viele Berührungsflächen. Und wenn die Mannschaft funktioniert, ist auch diese lange Zeit also viel einfacher. Das Team ist der Star. Und der Star wird im Team stärker. Möglichst individuelles Training im Rahmen der Mannschaft. Das ist der Weg von Anna Fenninger und ihren ÖSV-Kolleginnen. Selbst die wohlverdiente Erholung findet im Teamrahmen statt. Dabei ist Faulenzen doch eine höchst individuelle Angelegenheit. Zurück nach Westösterreich. Lindsay Vonn hat ihre ersten Konditionseinheiten zur vollen Zufriedenheit erledigt. Dennoch gibt es immer wieder kleine Rückschläge. Ein super Sommer macht eben nicht immer einen goldenen Winter. Wir liegen im Plan, das schaut gut aus, heißt aber gar nichts. Das kann man erst sagen, wenn sie am Schnee steht, wenn sie die Belastungen hat, wenn sie auf der Höhe oben trainiert, wie sie das verkraftet. Dennoch, ihr Lachen ist zurück, der Optimismus auch. Beides soll sie tragen zum Gold in Sochi. Ich habe keine Angst, dass ich werde bereit sein. Ich weiß es.
sicher bereit sein. Das ist, würde ich sagen, eine klassische Aussage von einem